Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Diesmal wird es sein 4 Extraction Point. Und das ist, glaube ich, der erste DLC von dem Original 4. 4 Encounter Assault Regen, glaube ich, hieß der erste Titel. Und ja, Extraction Point ist der erste DLC und der zweite, glaube ich, war Project Origin oder so. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir den Titel gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich noch gut auskenne in dem ganzen Universum, aber wir werden es einfach mal testen und dann schauen wir mal. Wir werden ein neues Spiel anfangen und wir werden auf Extreme Difficulty gehen, wie auch beim Originalspiel. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir die Alma bekämpft haben, dann haben wir die ganze Forschungsstation von dem Harlan Wade in Luft gesprengt, dann waren wir in einem Helikopter, dann kam Alma da reingekrabbelt und dann war das Spiel vorbei. Und im Hintergrund, glaube ich, war eine Atombombenexplosion. Also ist sehr krasses Ende gewesen. Aber jetzt werden wir hoffentlich mal rausfinden, wie es dann weitergeht. Oder vielleicht ist es auch eigentlich ein unabhängiges DLC, keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ja, da haben wir die Atombombenexplosion. In association with Monolith Productions. Wir waren ja der Point Man, oder? We still don't know the extent of the damage. We haven't been able to get through to anyone since the explosion. What about Alma? What happened to her? What was that sound? Ja, da war Alma. Daran kann mich noch erinnern. Genau, wir haben dem Paxton Vettel eine Kugel in den Kopf gejagt, das weiß ich auch noch. Als der nämlich die Alice umgebracht hat, haben wir ihn eine Kugel in den Kopf gejagt. Und Alma ist ja die Mutter von Paxton und dem Pointman, glaube ich. Ja, das wird der einzige Loading-Screen sein, den ich zeigen werde. Ich werde jetzt wie im Original-Projekt, werde ich gucken, dass ich die rausschneide, weil die ja unwichtig sind, die Dinger, weil da steht eigentlich nur drin, was wir machen sollen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, das Ganze. Intervall 01, Contamination, Aftermath. Situation, the origin facility explosion has devastated the city. Status of Fear Organization and remaining Special Forces Operational Detachment Delta SFODD Units is unknown. Mission, restore contact with surviving Fear and SFODD Units. Na gut, remember to use medikits when your health gets low. Ist nicht wahr. Dann sind wir jetzt immer noch der Pointman, oder? Looks like we're all still alive. Small favors. I can't reach anybody on the radio. Something's blocking the signal. That's not good. We'll find another way down. You're in no condition to climb through that hole. I'm fine. Und Sun Quan. Sure you are. Let's move. Und der Holiday, wie gesagt, sind am Leben noch. Ja, dann cool. Wir sind abgestürzt und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie wie weiterkommen. So, jetzt können wir erstmal hier alles kaputt machen. Na komm. Oh Gott, hier fällt alles auseinander. Das da oben dürfte jetzt der Holiday gewesen sein. Ja, ich muss jetzt erstmal hier wieder ein bisschen in der Konfiguration rumspielen, weil die Belegung war hier relativ murks, fand ich. Also man hatte Flashlight auf X liegen und das war irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Sollte es aber eigentlich passen. Der Zoom war dann auch ganz komisch eingestellt. Press Flashlight. Sehr gut. Und das ist diese Replica Soldier? Dürften jetzt aber nicht mehr funktionieren, weil Paxton ist ja tot. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, Paxton ist ja von uns umgebracht worden und der hatte ja so eine Verbindung
zu den Replica-Soldiers, so eine telepathische. Und nachdem er gestorben ist, haben auch die aufgehört zu funktionieren. Oh Gott, da ist er wieder. Die Szene kenne ich. Einmal zieh dir was an. Bedecke deine Blöße. Was ist das denn? Er ist dormant. Als Fettel wurde getötet, die Replika ist deaktiviert. Ui. I wanted to examine him. Preemptive strike. Keep your radio on and we'll hook up down the road. Rendezvous with 4 and SFODD operatives. Okay, der hat jetzt einfach den Replica Soldier. Mann, das eskaliert ja immer noch total hier. Ich schieß mal lieber auf die, man weiß ja nie, was passiert. Nachher machen wir das nicht und wollen hier raus und irgendwas passiert und die funktionieren wieder. Die Stadt ist leer und er wundert sich gerade, warum die Stadt so schnell leer geworden ist. Checkpoint. Hey, aber wenigstens wird der Bildschirm nicht mehr schwarz wie beim Originaltitel. Oh oh. Wo kommt der denn jetzt her? Ich dachte, er ist tot. So, Paxton, oder? I know it doesn't make sense. Not much does anymore. You killed me. I didn't like that. Ja, würde ich auch nicht mögen. Aber hey! Können wir das nicht einfach bequatschen irgendwie? Jetzt sind natürlich die ganzen Upgrades weg, ne? Wir hatten jetzt hier extra... ...extra die Bullet Time oder Slow-Mo erweitert. So. Wo ist denn der andere hin? Da ist er. Na komm. Ganz genau gesehen, dass du da bist. Unknown Origin. Oh, umgedrehte Schwerkraft ist immer gut. Oha, 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 oha. Ich glaube, da sind wir runter. Ich schaue nur noch mal ganz kurz, ob hier irgendwas rumliegt. Nicht, dass wir da runterspringen und irgendwas übersehen. Wobei mir jetzt die 4 Games jetzt nicht so vorkam, als würde man da krass die Collectibles irgendwie suchen können. Deswegen, hier geht's nicht lang. Ja, wir müssen fix da runter. Wie war das jetzt? F5? Quicksaving. Ach, das Quicksaving ist Leben. Evade Replica Forces. Ja. Das würde ich gerne machen, den Ausweichen. Ich weiß noch nicht, wie sehr das möglich ist. Crates with special markings contain supplies. Destroy the crates to get access to supplies. Okay, also kurz die Tür zu hier nochmal. So, was war jetzt da drin? Health boosters permanently increase your health by a small amount. Sehr gut. Die sind einfach in diesen Kisten jetzt drin. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen... Bisschen schwieriger das Ganze. Ey, wenn man die Ratten sehe, ich krieg da immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich genau weiß, dass da noch was offen ist. Und ja, normalerweise hier bei Drawing Paper wird alles abgeschlossen. Jedes Projekt
wird jetzt nicht einfach so halbherzig liegen gelassen, sondern normalerweise auch zu Ende gespielt, aber irgendwie komme ich nicht so richtig klar mit der Plague Tale 2 Thematik, dass das Spiel immer noch offen ist. Sollte das vielleicht irgendwann mal nachholen. Aber 4 war ja auch nun wirklich nicht abgeschlossen, sondern noch offen, weil die DLCs ja so gesehen noch zur Hauptkampagne dazugehören und wenn du die halt nicht zu Ende spielst, dann ist das Game halt nicht abgeschlossen. Press Melee to bash open nearby doors. Was? Aha. Machen wir es wie bei Predator. Einfach die Tür aufreißen und dann klopf klopf. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist das? Ah, die Pumpgun. Aber wir wollen erstmal auf Entfernung. Gott, nein, wir wollen nicht auf Entfernung. Wir wollen doch nicht auf Entfernung. Was war das? Wo sind die? Hallo? Und wo sind die schon wieder? Boing. Boah, habe ich dem gerade dem... Oh Gott. Na? Kommt da noch einer oder? Ich meine, ihr habt jetzt extra die Wand durchbrochen. Gut, ich habe jetzt gerade, bevor es jetzt hier so, oh Gott, ist das laut, bevor es jetzt so laut wurde, hier gesehen, dass ich dem einen richtig den Oberkörper runtergeschossen habe. Wow. Haben die jetzt hier extra so ein System eingeführt oder was? So eine Art Dismemberment oder was? Oh. So, bevor du ankommst, möchte ich dich gerne erschossen haben. So, ich ziehe mich mal ganz kurz zurück. Und wo ist er? Ich habe ihn gerade anlaufen sehen. Ist so ungewohnt nach diesen ganzen Horrorhäppchen, die ich hier tagelang gespielt habe. Jetzt mal wieder so einen Titel in der Hand zu halten, der wieder ein richtiges Game ist. Also, richtiges Game ist natürlich jetzt auch relativ, aber ihr wisst, was ich meine. Boah, da ist der Ober... Oh wow. Oh wow. Das hat den ja richtig ausgehebelt. Hier ist wieder... Rüstung zum Auftanken. Ich lade jetzt erstmal alles nach. Ich darf natürlich nicht vergessen, die Quicksave-Funktion zu nutzen, weil, wie gesagt, Quicksave ist Leben. Aha. Bei solchen Geräuschen zücke ich gleich die Pumpgun, da frage ich nicht lang. Okay. Will ich es wissen? Glaub nicht. Also wenn ihr mir zu nahe kommt, ey, hört jetzt mal auf. Das wollte ich jetzt eigentlich so gar nicht. Irgendwas ist jetzt explodiert, aber ein bisschen zu spät. Warum schießt du auf mich, du Penner? Okay. So, ich muss auf jeden Fall wieder meine... Ah, wo war der? Wo
war denn der jetzt? Er hat doch gerade auf mich geschossen. Wo war der Typ jetzt? Da ist er. Boing. So. Wieder der Oberkörper weg? Nein. Mann, hat der mich gerade viel Leben gekostet. Und ich hatte vergessen, dass die... das Flashlight, dass das abläuft irgendwann. Das heißt, ich muss erstmal ausmachen und wieder regenerieren lassen. Da ist so eine wiederaufladbare Batterie drin. Oh je, ich habe mich verraten. Boah, du darfst dann auch irgendwann mal umfallen. Ich erinnere mich da an was. Die ewig nicht umfallen, die Typen. Da ist einer. Der Kanister bewegt. Na komm mal her. Ist da noch einer? Ja, ist noch einer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ja echt nicht aufpassen, dass mir die nicht selber um die Ohren fliegen. Na, ich bin mir dann immer nicht so sicher, ob da nicht noch irgendwo einer steckt. Aber die scheinen auch so ein bisschen andere Probleme zu haben, außer mich, weil da diese komischen, was ist das, ich weiß nicht, so diese unsichtbaren Teile da rumrennen mit den leuchtenden Augen. Und die scheinen da jetzt genauso, oh Gott, Ratten, Ratten. Ja gut, nehme ich. Oh, jetzt habe ich die Waffen gewechselt. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, oder? Das sieht irgendwie so aus, als würde ich da reinlaufen. Denk mir nichts Böses. Und dann habe ich die Feinde am Hals. Oh ja, Checkpoint. Ja, bei so Checkpoints sollte man vorsichtig sein. Man da was machen? Nö. Ja. Und die Rohre sind undicht, das sollte sich mal jemand angucken. Das ist so einladend für eine Schießerei. Ich weiß nicht, nutzen die das noch oder? Ne, tun sie nicht. Okay. Ja, man muss ja auch nicht alles nutzen, ne? Da ist schon wieder so ein unsichtbares Vieh gewesen. Was ist das? Frag's immer wieder, aber ich glaube, die Antwort kommt eh noch schnell genug.